So, hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 3. Wir haben folgende Pläne. Erstmal müssen wir den Alarm ausschalten. Tja. Ich weiß gar nicht, können wir uns hier rumschleichen? Scharfschützen. So, wir müssen wieder einmal recht leise sein, weil ich glaube, wir haben hier kaum eine Chance. Oh, Biggie Smalls. Nur gut bepanzert. Die Frage, wie können wir Biggie Smalls erledigen? Zweimal Biggie Smalls. Das war knapp. Das Blöde ist jetzt, wir können beide nicht ausschalten. Wie können wir das jetzt... Hier hoch können wir nicht, das ist scheiße. Irgendwie haben die uns bemerkt. Keine Granaten. Ich weiß nicht, soll ich es mit einer Granate probieren, aber ich habe gar keine. Ich könnte natürlich alle nacheinander ausschalten. Okay.
dann mal los. Ja? Lass ihn nicht in den Bunker rein. So, gut, Nummer 1. Hieß Mauls, verdammt. Knifflig, knifflig. Haltet ihn vom Bunker fern! Achtung! Formiert euch! Er läuft auf den Bunker zu! Ich meine, hier im Busch kann ich die erledigen ohne Ende halt, ne? Weil sie mich hier nicht sehen. Was liegt denn da? Ach, eine Knarre. Lasst ihn nicht in den Bunker rein. Haltet ihn vom Bunker fern! Verdammter Mist. Das wird ein Kinderspiel. Das Problem ist, die zwei können wir nicht einfach so erledigen. Der Rest, der ist eigentlich kein Problem. Okay, 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 okay. Führen Sie das Stahl. Sprengstoff wird schon richten. Ach Mann. Ey, ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Telefon aus. Hallo Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Bestimmt das Sperrgebiet. Es ist sicher verboten, hier zu sein, also wird mir die Sony Form auch nicht helfen.
Er sagt, soll sich mal umdrehen. So habe ich keine Chance, in den Alarm dran zu kommen. Ah, hier bin ich dran gekommen. Jetzt verstehe ich. Genau. Und jetzt ein kühles Bier. So. Dass der uns nicht gesehen hat jetzt? So weit kann ich nicht zielen. Das ist dick im Mund. Bah! So. Ist das mal so, der größte Teil ist geräumt, aber... Wir haben da vorne halt noch Biggie Smalls, ne? Wie wir an dem vorbeikommen, weiß ich unbedingt nicht. Es sei denn, man hat da was, was man zünden kann. C4. Wir haben Annäherungsminen. Die versuche ich mal zu benutzen. Ins Gebüsch. Ich darf nicht mehr durch den Bunker. Lass ihn nicht in den Bunker rein. Oh. Naja, hier will ich die jetzt nicht unbedingt reinmachen. Ein C4. Diese Türen sind aus Stahl. Sprengstoff wird schon richten. Heilige Scheiße! Du gehörst mir. Wir sind besser, Freundchen. Ja. Nein. Und schnell rennen. So. Dann mach raus. Das ist nicht eine Kragenweite. Okay, Moment, ich muss erstmal. Ich sehe nichts. Das schaffe ich nicht. Alter, wie soll ich da durchkommen, bitte? Toll, ich muss durch den Bunker. Wie soll ich da durch?
kommt der mit seinem scheiß Flammenwerfer. Ah gut, die Granate hat Biggie Smalls getötet. So, im Bunker sind wir jedenfalls schon mal. Keine Ahnung, wo der lang geht. Krank. Scheiße, das ist Biggie Smalls. Halt. Da schießen die hier so ein scheiß Fass rüber. Oh, ich höre Hunde. Jetzt bin ich wieder hier. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Wo sind die verschissenen Hunde? Gut, Sprengstoff. Check. Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Beschütze den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Jawohl. So, Konzentration jetzt. Wo ist er? Scheiße. Aber sind sie auf! Das gibt's doch nicht. Lauf! Auf, starte! Boah, Glück gehabt. Kann ich jetzt noch den Knopf drücken? Habe ich die Ehre? Schon gut gehen. Und tschüss.